Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge ja Rejoining the Regiment hier gespielt, hatten unsere Einheiten, den Leader und die zwei Squads in Hexfeld H8. Aber die Amis haben trotzdem gewonnen. Jetzt müssen wir uns nochmal anschauen, an was es denn genau lag. Also, wir werden das hier nochmal spielen als halt als deutsche KI, die Amis. Und jetzt schauen wir mal schnell hier nochmal rein. Also, wir haben jetzt mal ganz kurz schnell runterschauen. H8. Aber wie? Exit Units by End of Turn 5. At least two full squad. One leader by End of Turn 5. Genau. Also, ich verstehe das nicht. Wir nehmen jetzt mal ihn. Ihn. Das MG werden wir ihnen wieder dazugeben. Ja. So, ihr geht hier hin. Und dann bis hier hin. Da dürfte ja keiner durchschießen können. Ne. Ende. Jetzt holen wir mal unseren zweiten Trupp dazu. Das MG geben wir denen mit. Und die bringen wir hier rein. So. Jetzt warten wir mal auf den Gegner, was er macht. Scheint so, als macht er überhaupt nichts. Nein, der Gegner macht nichts. Wenn wir jetzt hier reingehen, müsste er eigentlich ins Feuer kommen. Halt, Rallye-Phase haben wir keine. Ich glaube, wir kommen ins Feuer. Nein, kommen wir nicht. Perfekt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier hinten reingehen, dann müssen wir ins Feuer reinkommen von ihm. Wir kommen halt hier leider nicht drüber. Wir probieren es jetzt. Nein! Dann ist er nicht in Reichweite. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal hier unten. Wir wären jetzt bei ihm und ich würde sagen, wir machen jetzt 37. Ich wollte eigentlich die noch runterziehen. Dann lassen wir jetzt mal halt. Nee, er. Er soll jetzt mal nur feuern. Er hat ja auch das MG. Haben wir halt nur 16%. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir wissen es nicht. Nee, haben wir überhaupt nichts. 5 zu 6. Kein Effekt. German. Auch kein Effekt. Wir haben 8. Er hat 3. So. Dann ziehen wir die Einheiten mal hier hin. Wir könnten nur Nahkampfangriff machen. Nee, das machen wir auch nicht. Dann ziehen wir auf jeden Fall unter Feuer von dem hier. Auch wenn wir jetzt hier reingehen, würde er schießen. Wir kommen gar nicht erstmal zum Nahkampfangriff. Wir bleiben jetzt wirklich erstmal so stehen. So, das hier haben wir schon bewegt. Da braucht man nichts weiter. So, mit euch mal hier hin. Hier in die. Ah, jetzt sind wir unter Feuer. 6 zu 4, passiert uns auch nichts. So, kommen wir ins Haus rein. Nein, kommen wir nicht hin. Ne, wir kommen nicht rein. Ja, ist nicht schlimm. Dafür können wir in der nächsten Runde zum Beispiel schon mal einen Nahkampfangriff hier unten durchführen. Wir sind jetzt in Runde, halt, Runde 3 von 5. Also wir haben noch ein bisschen. Ja, wir ziehen jetzt mal mit dem hier hin. 5 zu 7. Oh, jetzt entscheidet sich, ob man was bekommt. Ja. Shaken, shaken, no effect. Okay. Macht auch nichts. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier noch schießen können. Ja, können wir. Kommt, gibt gute Würfel. 4 zu 4, passiert auch nichts. Ich finde halt schade, dass das Feld immer so schnell weggeht. Also da muss man wirklich ganz, ganz schnell hinschauen, wer jetzt hier welche Würfel. So, passen. Da können wir weitermachen. Unisur really. Achso, halt, Moment. Nein, wir müssen ja hier. Haben wir Shaken. Nummer 1. Und Nummer 2 auch. Unsere Einheit ist wieder kampfbereit. Perfekt.
Da müssen wir natürlich aufpassen. Gott sei Dank kam jetzt hier die Warnung. Also, wir machen jetzt hier. Jetzt machen wir mal einen Moment, was hat denn er hier? Wir probieren jetzt diesen Nahkampfangriff. Oh, und sogar zerstört. Also, wir sind in Runde 4, sind wir jetzt hier. Dann können wir in der letzten Runde einfach hier runtergehen. Wir sind hier beim Exit. Müssen wir natürlich schauen, was wir hier genau machen müssen. Okay, Ende. Ja, jetzt sind natürlich, wir könnten jetzt mal die Leute hier spotten. Ach so, brauchen wir gar nicht. Nee. 5 zu 5, kein Effekt. Und jetzt 16. Nee, das lassen wir. 6 zu 6, auch kein Effekt. Mit ihm schießen wir jetzt natürlich hier runter. Oder wir... Ne, geschossen hat er ja noch nicht. 4 zu 5, auch nix. Shit. Da haben wir jetzt auch Glück gehabt. Passiert auch nix. So, die Amis dürfen anfangen, da haben wir nichts. Operationsphase, was machen wir? Wir spotten die, keine Chance, also ist fehlgeschlagen. Machen passen. Ich hoffe, der Ami macht... Ja, er macht was. Wir machen das, warte mal, können wir die Einheit auch wechseln, dass er das macht? Wir probieren es mal, ja. 6 zu 9, okay, passiert auch nichts. Wenn er schießt, glaube ich, kann er auf uns schon mal nicht mehr schießen. 2 zu 9. So, und jetzt könnten wir ganz normal hier unten reinziehen. Wir können, also krabbeln. Mal schauen. Oh, 5 zu 3, es passiert nichts. Aber wie kriegen wir... Ah, schaut mal hier hin. Das habe ich natürlich nicht gedrückt. Jetzt sehe ich es gerade erst, dass das hier so aufblinkt. So müssen wir unsere Einheiten verlassen. Leutnant Plasman, Exit Map, Squad Exits und Squad. Also, jetzt müssten wir es auf jeden Fall geschafft haben. Runde 5 von 5. Wir schauen uns das Ganze an. Victory Germans. Also, ihr seht, es war mein Fehler in der letzten Folge. Ich habe zwar meine Einheiten dahin gebracht, aber ich habe auf diesen Button hier nicht geklickt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch gar nicht hingeschaut, dass der hier so aufblinkt. Aber jetzt wissen wir es. Bitte vergesst nicht, auf diesen Button zu klicken. Nicht nur hier hin, sonst schafft er das nämlich nicht. Also, wir haben die Mission jetzt durch. Werden natürlich auch mal als Ami spielen, um zu schauen, ob wir die Deutschen aufhalten können. Ihr werdet sehen. Das auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss. So back to what I was saying. Could be us.